Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, zur Feier der Heiligen Messe hier in der Krypta des Xantener Domes begrüße ich alle herzlich. Heute werden wir in den Schrifttexten mit dem Thema Verrat konfrontiert. Was bedeutet das? Gerade auch angesichts der Stelle, wo wir hier Eucharistie feiern, wenn wir an die Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus denken, wo wir hier die Gedenkstätte haben mit dem Grab des seligen Karl Leisner oder die Erinnerung an Heinz Bello, Nikolaus Groß, Johannes Verweyen, Wilhelm Frede, Gerd Strom. Das macht vieles deutlich. Was ist heute unser Dienst? Wie werden wir Jesus Christus bezeugen und verkünden? Wie werden wir gegen Verrat in unserer Welt angehen? Wir bitten den Herrn, dass er uns gerade in diesen Tagen der Vorbereitung auf Ostern nahe ist, dass er uns einen inneren Weg zeigt zu ihm, der selber den Weg des Kreuzes gegangen ist. Dieser Weg des Kreuzes endet im Leben. Bereiten wir uns vor auf die Feier der Eucharistie, auf das Hören des Wortes Gottes. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, hilf uns, das Gedächtnis des Leidens Christi so zu begehen, dass wir von dir Verzeihung erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen, als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er macht meinen Mund zu einem scharfen Schwert, er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum Spitzenpfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lob bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erden reicht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Jesus, see.
sei mit euch. Und mit deinem Herzen. Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Johannes. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meint. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebt. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tu bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir zum Fest brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Durch das Wort des Evangeliums tilge der Herr unsere Schuld und stärke unseren Glauben. Gelobt sei dir, Christus. Zu Gott, dessen Heilswille alles umfasst, beten wir. Du, unser Vater, stärke alle Menschen, die du zu einem besonderen Dienst in Kirche und Welt berufen hast, wenn sie dabei auf Ablehnung und Widerstand stoßen. Wir bitten dich, erhöre. Tröste jene, die niedergedrückt werden von dem Gefühl, dass ihr Bemühen um das Gute vergeblich war. Wir bitten dich, erhöre. Erweise dich denen als sicherer Halt, die durch schwerwiegende Veränderungen in ihrem Leben gerade den Boden unter ihren Füßen zu verlieren drohen, zumal unter der gegenwärtigen Corona-Krise. Wir bitten dich, erhöre uns. Leuchte den Völkern auf, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes von Hunger, Unterdrückung, Vertreibung, Flucht und Krieg. Wir bitten dich, erhöre uns. Führe unsere Verstorbenen durch das Dunkel des Todes ins Licht deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Durch Christus lässt du uns schon jetzt dein Heil erfahren. Durch ihn danken wir dir, unserem Vater, im Heiligen Geist.
Lasset uns beten. Sei uns gnädig, Herr unser Gott, und steh auf die Opfergaben deines Volkes. In dieser Feier schenkst du uns Anteil am heiligen Mahl. Führe uns auch zum Hochzeitsmahl des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei dem Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unser Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deines Erbarmens zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn wiederum kommen die Tage, die seinem heilbringenden Leiden und seiner glorreichen Auferstehung geweiht sind. Es kommt der Tag des Triumphes über den alten Feind, es naht das Fest der Erlösung. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalt, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit, Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem seligen Karlas, mit dem seligen Nikolaus Groß, mit dem heiligen Viktor und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit
und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Felix und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle Frauen und Männer, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier Versammelten und auch der zu Hause Versammelten und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Beten wir für die Toten durch den Coronavirus. Wir beten aber auch heute an Ursula von Ostrowski, Joachim Dieter Renkewitz sowie für Maria Wulff, Franz Dedek und Renate Pulwitt. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wenn wir schon in diesen Tagen so nicht enger zusammenrücken dürfen, wollen wir das besonders und kraftvoll jetzt im Gebet tun, wenn wir miteinander und füreinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr hat Frieden, Versöhnung, Liebe gebracht, nicht Hass, Verrat und Gewalt. Das ist unsere Orientierung. Er ist unsere Orientierung, von dem Frieden und Liebe ausgehen. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist.
vielleicht nicht verraten oder verleugnet, eher übersehen oder ausgewichen, gezögert oder fortgegangen. Es bleiben seine Einladung zu Tisch und die Speise zum Leben. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns in diesem Mahl die Gabe des Heils geschenkt. Dein Sakrament gebe uns Kraft in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir hier jetzt in der Krypta versammelt sind und auch aus der Krypta verbunden sind, wird uns ja deutlich, dass hier der Ort ist unseres Glaubenszeugnisses. Jedenfalls die Menschen, mit denen wir hier verbunden sind, deren Namen wir hier sehen, sind Menschen, die ein starkes Zeugnis ihres Glaubens abgegeben haben. Sie können uns darin bestärken, gerade jetzt in dieser Zeit. Bitten wir um Kraft und Segen, besonders auch um ihre Fürsprache. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Auf die Fürsprache des seligen Karl Leisner und des seligen Nikolaus Groß. Segne und beschütze euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, der Herr.